So, meine Lieben, bevor es jetzt hier offiziell losgeht, werden wir jetzt ganz schnell uns die Goose Creek Box schnappen, um die es heute gehen wird. Ich nehme euch da ganz kurz mit. Wir öffnen den heiligen Schrank meiner Duftwachse und Kerzen und schnappen uns die kleine Box. Es ist jetzt nicht dramatisch. Wir machen einen ganz, ganz kurzen Rundflug, was sich vielleicht geändert hat. Ob sich irgendwas geändert hat, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, es hat sich nicht viel geändert. Und dann geht das Video auch schon los. Also wer keine Lust hat, sich hier nochmal durchzuwühlen, wer das schon tausendmal mit mir zusammen gesehen hat, weil es gibt ja schon ein paar andere Duftwachs-Sammlungsvideos von mir, ne? In den letzten Monaten. Der kann einfach ein Stück vorspulen. Wird bestimmt so 5 Minuten dauern, vielleicht auch länger, je nachdem, wie viel Redebedarf ich habe. Wisst ihr Bescheid. Dann machen wir uns mal auf den Weg, öffnen hier den Schrank und schnappen uns die kleine. Ja, doch, ist eine relativ kleine Box. Ich habe auch nämlich hier gut aufgebraucht, ne? Wisst ihr Bescheid. Und es gibt gar nicht mehr so viele Melts immer bei Goose, ne? Es gibt ja immer gleich nur die Kerzen und es werden ja gar nicht mehr so viele Melts released, leider. Okay, bevor ich jetzt hier ins Quatschen komme über Goose Creek im Besonderen und Speziellen, legen wir hier mal los. Auf geht's. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ich habe mich mal ganz kurz hinter die Kamera begeben, denn um mich sollte es hier gerade mal nicht gehen, ne? Ist da wohl rein. Sondern um meinen Kerzenschrank. So sieht das gute Stück aus. Ihr kennt es ja nun schon, ne? Es ist ja nun nichts Neues für euch, für diejenigen, die meine Videos schon länger gucken. Es gab ja schon ein paar Duftwachs-Sammlungsvideos und auch meine Kerzensammlung habe ich euch ja auch schon ausgiebigst gezeigt. Natürlich sind auch ein paar neue Schätze dazu gekommen. Ihr seht so schon, die unten stehen, die Kupferdinger. Oh mein Gott! Aber ich werde sie euch nochmal ganz officially zeigen. Keine Sorge, mein kleines Baby, ne? Von der lieben Kennel Key. Genau, aber dazu wird es ja nochmal ein Video geben, wo ich euch so ein paar New Ins zeige. Genau, das sind die Kerzen, um die geht es jetzt aber nicht, sondern es geht um die Duftwachse. Kommen wir hier ein Stückchen runter. Hier steht wie immer Sancy, ne? Ihr seht schon, das sind alle Bars, um euch mal meine Ordnung so ein bisschen zu erklären, die ich schon fotografiert habe. Ich mache ja immer meine Bilder für Insta. Und die ich demzufolge düfteln darf, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier hinten ist noch ein bisschen Bodyspray von Bath & Body Works. Das musste ich ja umfüllen, weil es nicht funktioniert hatte. Ich habe aber das Geld wieder bekommen. Also ist jetzt nicht so dramatisch. Hier sind Bars, die ich neu New-In-mäßig bekommen habe, die ich aber noch nicht fotografiert habe. Hier ist eine Kerze, die als nächstes brennen wird auf dem Balkon. Die habe ich mir ausgesucht, weil ich liebe diesen pudrig-aquatischen Duft. Die wird wahrscheinlich dann morgen auf dem Balkon hüpfen. Und hier sind Melts drinnen, die auch schon fotografiert sind und gedüftelt werden dürfen. Und hier hinter sind halt so Deckel von Kerzen, die gerade bei mir in Benutzung sind. Eieiei, warte mal, Leute. Uiuiui. So, ich muss ein Stückchen weiter runtergehen. Hier sind die nächsten Boxen. Hier ist mein Sensi-Spatel, der ist ganz wichtig. Da ist die Sammelbox von ganz viel industriellen Wachsen. Die habe ich ein bisschen zusammenkürzen müssen, weil ich brauchte Platz, Leute. Ich brauchte Platz. Da drin ist jetzt, um euch mal kurz, der Finger, ne? Um euch mal kurz zu updaten. Da ist Yankee drinne, da ist IBM drinne, da ist Kringle drinne, da ist Country drinne und da ist Village drinne. Ich muss aber auch sagen, dass ich von Village, glaube ich, noch zwei Clamshells habe. Und von Country und Kringle habe ich nur noch die Daylights. Von Yankee, okay, ist jetzt ein bisschen Neues dazu gekommen durch den Winter. Und von IBM habe ich, glaube ich, auch nur zwei Clamshells oder so. Also das meiste da drin ist schon Yankee und Country. Hier unten ist meine geliebte Bia-Box. Da ist meine Mischschublade, wo alle Duftwachse gesammelt drin sind. Eigentlich nur handmade, ein bisschen industriell auch. Die werde ich euch auch zeigen, wolltet ihr ja gerne. Hier ist Goose Creek, um die es gleich gehen wird. Hier ist meine Empty Box. Da schmeiße ich immer. Eieiei. Oh, ein bisschen näher, komm hier. Hier schmeiße ich immer alles rein, was leer ist. Wir haben. Eieiei. Was leer oder angedüftelt ist. Ihr seht schon, da sind hier auch ein paar angedüftelte Bars hier vorne mit dabei. Wir haben heute den, keine Ahnung, auch von Anfang August. Ihr seht, die Box ist schon wieder gut voll. Fragt mich nicht, ne? Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Sie ist schon wieder gut voll. Da ist alles, was ich mir mal so hingelegt habe, was ich gerne düfteln möchte. Ja, was ich einfach so in nächster Zeit Bock habe. So angefangene Scentsy-Bars, die immer mal so bei mir gehen. Hier meine Favorite-Mischung, ne? Warte, zeig euch mal kurz.
Arctic Kiss, liebe ich einfach den Duft. Und dann hier meine Favorite-Mischung von Hey Tiger Lily und dem Inhale von Sensi. Diese in Combination, ne, der absolute Shit. Der absolute Shit. Dann ist da natürlich unser Pete-Duft, der nicht fehlen darf. Der ist auch immer mit hier am Start. Ne? Das sind so random Düfte, die halt immer gehen. Oder hier auch diese Tester, die von Sensi lege ich mir hin, weil die auch mal schneller in die Lampe hüpfen. Von der lieben Burtchen ist hier noch ein wundervoller Duft. Bei Kiki Beach, mega. Den muss ich jetzt mal düfteln. Den will ich jetzt unbedingt noch im Sommer einmal aufdüfteln. Den Village, den liebe ich auch. Den habe ich mir auch schon zum Verbrauchen hingelegt. Weil ich mag, ich finde es immer so traurig, wenn die Düfte zu lange liegen und dann einfach, davon werden sie einfach nicht besser, Leute. Ne? Deswegen immer schön aufdüfteln. Hier ist von meinem Duft Blind Date ein paar Sensi-Düfte, die ich natürlich dann auch alle fleißig für Düfte und auf mich drauf freue. Bisschen American Handmade, Wachsmacherei, Danis wundervolle Lavendeldüfte liegen hier, wenn ich Bock drauf habe. Habe ich mir noch ein paar Mails von Noah's Ark abgegossen. Ja, so sieht's aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so ausführlich wollt. Jetzt kriegt das so ausführlich. Könnt ihr mir sagen, ob ich das am Anfang so ausführlich machen soll oder ob ich schneller zum Punkt kommen soll. Wachsmacherei, ihr wisst eigentlich, was da alles drin ist, weil es ist größtenteils Custom und ganz wenig aus Tauschpaketen. Ja, wirklich nur so ein paar Einzeltücher. Das ist meine Dani Custom, die kennt ihr schon. Meine Claudi Custom, hatte ich euch auch gezeigt. Da hatte ich ja gar nichts mehr und hatte in der Custom dann voll zugeschlagen. Ein paar Täfelchen sind aber schon raus. Hier unten sind die Düfte drin, ne? Und noch ein ganz wenig US Handmade Wachs. Oder lieben Jenny, ich hatte ja mal mit ihr getauscht. Da ist schon fast alles weg, weil die Düfte sind einfach der Shit, sage ich euch. Wundervoll. Ein bisschen noch was von Petra und noch ein bisschen von der lieben Burtchen. Sie hatte mir ja auch ihre Sommermails geschickt und die habe ich hier noch ein paar drin. Und so ein paar Favorites von mir einfach, die ich liebe. Ich glaube, die Box wolltet ihr auch sehen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich da mal machen, wenn sie nicht bis dahin leer ist. Und da unten habe ich noch meine Ice Flower Box. So, ihr Lieben. Das ist meine Duftwachssammlung. Mehr gibt es nicht hier bei mir. Außer natürlich Sensi. Das hatte ich euch ja schon erzählt. Ne? Ja, mehr Duftwachs habe ich gar nicht. Ich glaube, eure, also die, bei den meisten weiß ich, weil ich es ja auch auf Insta sehe, dass die Sammlungen größer sind als meine hier. Aber ja, ich habe viel Durchlauf. Es wird viel aufgebraucht. Aber ich kaufe auch ab und zu was Neues durch die neuen Kollektionen. Ich habe halt Sensi. Ne? Ich liebe halt Sensi. So sieht sie aus meiner Position. Ne? Genau. Okay, aber ich liebe auch Goose Creek. Ich würde sagen, Goose ist schon meine zweitliebste industrielle Duftwachs. Oh, guck, so sieht es ungefähr von oben aus. Das gute Teilchen habe ich noch von Veloutier. Einen wunderschönen Lavendelduft von Wachsmagie. Ja, ich hab halt so random Schätze drin, ne? Also gucken wir uns aber auch irgendwann nochmal an, würde ich jetzt sagen. Ach ja, Goose Creek. Genau, neben Sensi meine liebste industrielle Duftwachsfirma, was Duftwachse angeht, aber auch was Kerzen angeht. Ich liebe die drei Tochter, die sind einfach der Knaller unter der Beacon. Auch kommen die so super raus und ja, auch wenn man sie anzündet. Okay, Lieben. Wir packen hier das Böckslein. Eieieiei, mit einer Hand. Eieiei, wieder zurück. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns jetzt hier mal auf Goose Creek. Wir sehen uns gleich. Warte, oder wollen wir noch zusammen aufstehen? Warte mal. Die Mama ist auch nicht mehr die Jungs, ne? Nicht mehr das schnellste Brot auf dem Wasser. So. Zack. Da kommt die Box. Hier ist mein Stuhl, auf dem ich sitze. Der ist mega unbequem, sage ich euch. Das war ein Fehlkauf von Ikea. Kann ich nicht empfehlen. Tut einem super schnell der Rücken und der Hintern weh. Aber was tue ich nicht alles für euch. So. Meine wunderschöne neue Pflanze. Ist sie nicht traumhaft schön? Ich liebe sie. Und dazu das Bild. Naja, wie dem auch sei. Darum soll es jetzt nicht gehen. Sorry. Wir gucken uns jetzt meine Goose Creek Mails an. Habe ich schon gesagt, dass es heute um Goose Creek geht? Wenn nicht, wissen das jetzt so, ne? Hallihallo, meine Lieben. Hier nochmal die offizielle Begrüßung von meiner Seite. Wir waren ja eben schon zusammen im Duftwachsschrank, aber nochmal ganz officially, ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil aus meiner Duftwachssammlung. Heute soll es um Goose Creek gehen. Ich glaube, Goose Creek und Sensi sind so von euch die Marken, die am meisten angefragt wurden. Ich wurde immer wieder gefragt, Jessie, wann ist Goose dran? Ich will ja eine Goose-Mail sehen. Heute ist es soweit, Leute. Heute ist es soweit. Ja, es hat ein bisschen was gedauert, aber
Jetzt schauen wir uns mal die Box zusammen an. Sie ist ganz gut gefüllt, würde ich sagen. Voller, wundervoller Melz. Vielleicht würde der eine oder andere jetzt sagen, ich dachte, du hast mehr. Nö, habe ich nicht, ne? Ich habe nicht mehr. Ich glaube, ich habe sogar keine Melz, so random lose rumfliegen. Habe ich alle aufgebraucht, angetestet. Ich hatte ja viele von der lieben Butchin bekommen aus der neuen Sommerkollektion. Die habe ich alle schon verdüftelt und getestet. Euch ja auch in meiner Story immer gepostet oder hier im Aufgebraucht gezeigt. Das ist wirklich jetzt noch das, was ich noch so hier habe. Und ich glaube, es sind alles Düfte, die ich schon mal unter der Nase habe. Hatte, nee, stimmt gar nicht, nicht alles. Den hätte ich eigentlich mal diesen Sommer düfteln können, ne? Das war ärgerlich, ne? Oder den hier auch. Ja, siehst du, sie erzählt irgendwas und es stimmt gar nicht. Naja, gut, wie dem auch sei. Aber es sind auch einige Schätze dabei, die ich einfach nur liebe. Und deswegen müssen die Mails hier auch wohnen. Obwohl ich vielleicht auch von einem oder anderen die Kerze habe. Na gut, wie dem auch sei, wir fangen jetzt mal an. Lange Rede, gar nicht viel Sinn. Ich hole Meld für Meld raus, wir gucken es uns an und ich erzähle ein bisschen was dazu, ne? Ihr kennt es ja schon, wir hatten es ja schon mal, schon ein, zweimal durchgemacht, das ganze Ding. Warum sollten wir es jetzt ändern, ne? Also, wir fangen gleich mal an mit einem absoluten Schätzchen und ich habe sogar zweimal, sehe ich hier, die Melds davon da. Mein liebster Birnenduft of all times, ich habe noch keinen entdeckt, der besser ist als Juicy Pear von Goose Creek. Er ist einfach nur traumhaft schön. Wer das Glas von euch hat, sagt mir mal, ist es intensiv, ist es nicht intensiv? Weil ich habe jetzt schon öfter gehört, dass es nicht intensiv sein soll. Und deswegen habe ich mich immer davor gescheut, es zu holen. Weil ja, was bringt es mir, wenn ich diesen wundervollen Duft gar nicht wahrnehme? Ne? Dann ist zwar die Kerze schön und gut, gut, dann freue ich mich, aber ich will ja auch den Duft haben. Und als Melt braucht man schon mindestens 2 Brocken im Teelicht, damit man ihn gut wahrnimmt. Oh, das ist einfach so nice. Ne? Das ist ein richtiger, süßer, fruchtiger, leicht spritziger, säuerlicher Birnenduft. Und irgendwie hat der für mich auch so einen ganz leichten, erfrischenden Bodylotion-Moment. Aber er ist so... Ja, Juicy Pear. Er ist einfach nur traumschön. So einen Birnenduft habe ich noch nie gerochen. Für mich ist er der absolut schönste. Ich liebe ihn. Und ich habe einen Melt schon aufgebraucht. Ich glaube, eins hatte ich mal in einem Tauschpaket oder in einem Überraschungspaket. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Und eins habe ich mir Secondhand geholt. Ich liebe diesen Duft, ne? Ich liebe Juicy Pear. Und irgendwie traue ich mich aber nie, ihn zu düfteln, weil... Ja, wenn er weg ist, ich weiß gar nicht, ob er noch im Standardsortiment ist, ne? Oh, ich finde ihn einfach so schön, diesen Duft, der ist einfach nur traumschön. Also wenn der mal als Dreidochter rauskommen würde, würde ich mich sofort raufstürzen. Genial. Ich habe da so einen komischen Bröppel auf meinem Display, das mich die ganze Zeit verfolgt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Kamera ausmachen und gucken, ob das Ding da verschwindet. Das macht mich ganz wahnsinnig. Das verfolgt jeder meiner Bewegungen. Wenn ich kenne das, dann wird man ganz verrückt. So, Leute, ist jetzt besser? Nee, es ist immer noch da. Woran liegt denn das? Warte mal ganz kurz. Aua! Stinksi Bumsi. Na gut, muss ich jetzt mitleben, muss ich mir nachher mal in Ruhe angucken. Woran das nun jetzt hier wieder liegt, ne? Die Technik, ich sag's euch. Okay, Lieben. Es geht weiter. Und zwar mit einem absoluten Klassiker, glaube ich. Jede Duftfirma hat diese Art Duft, glaube ich. Er hatte mal einen Hype vor 2 Jahren. Da war er absolut in aller Munde. Und zwar der Sweet Tea von Goose Creek. Es ist halt so. Und ich hatte den auch schon in meiner Lampe. Das ist jetzt hier ein neues Meld. Ich hatte den einfach mal zum Testen hier. Es ist ein absoluter Zitronen-Krümelteeduft. Wenn ihr so eine Art Düfte mögt, so einen richtig süßen Eistee mit Zitrone, ganz leichtes Pfirsicharoma, das ist halt dieser Zitronen-Krümeltee. Super süß, super artificial, aber ich mag ihn ganz gerne. Im Sommer halt so einen Eisteeduft kann man schon machen, ne? Kann man durchaus machen. Ich hätte den mal diesen Sommer düfteln können, ne? Genauso wie ich diesen Sommer hätte düfteln können, wollte ich eigentlich auch, aber... Kommt ja zu nichts, ne? Man kommt ja zu nichts mit den ganzen neuen Düften. Und zwar der Pina Colada. Ich hatte ja den von Sensi in meiner Lampe. Und ihr wisst ja, dass ich Pina Colada Düfte ganz nice finde.
Oh, und der ist auch so schön. Ich finde, der hier ist noch eine Spur cremiger und ananassiger als der von Sensi. Der ist irgendwie noch so mehr. Der ist irgendwie so mehr da. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist der für mich so ein bisschen präsenter. Oh, der ist sowas von schön, sage ich euch. Ach, jetzt weiß ich, woran es liegt. Die Mama. Jetzt passt. Jetzt passt mal auf. So, Leute. Jetzt erfolgt mich dieses Kästchen nicht mehr, ne? Weil ich hatte vorhin eingestellt, als ich mich mit euch bewegt habe, dass ich mich halt bewege, ne? Dass es nicht. Ich hab alles immer ein bisschen verruckelt. Dass euch nicht so übel wird. Und jetzt hat mich dieses Kästchen verfolgt. Jetzt verfolgt es mich nicht mehr, weil wir sitzen jetzt noch, ne? Wir machen so jetzt hingechillten. So, jetzt kann ich mich auch wieder konzentrieren, ne? Also, der Pina Colada, ein mega schöner Duft. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Standard ist. Ich finde ihn aber traumhaft schön und ja, kann man durchaus düften. Wenn man so Pina Colada Düfte mögt. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir das Glas hole. Weil die Housewarmer gehen ja raus bei Goose. Vielleicht sollte ich nochmal zuschlagen, wenn es irgendwie einen Sale oder so gibt. Es gab ja jetzt so viele Sales, ne? Aber vor dem Sale ist nach dem Sale oder nach dem Sale ist vor dem Sale, wie auch immer. Überlege ich, ob ich mir den nochmal hole, weil ich mag den echt gerne. Dann auch ein absoluter Liebling, wo ich auch immer noch überlege, ob ich mir das Glas hole. Der Cherry Blossom. Ihr seht schon, ich mag Goose-Düfte eigentlich unfassbar gerne. Die machen immer tolle Düfte. Cherry Blossom, ein ganz toller Performer. So sanft kommt der raus und schön. Und ja, das ist so ein richtiger. Der geht schon in die Rituals of Sakura-Richtung. Sehr cremig, sehr Bodylotion, sehr feminin. Floral, ihr riecht die Kirschblüte, ihr riecht nichts Fruchtiges, sondern ihr habt so diesen Kirschblüten-Bodylotion-Moment. Oh, und ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn und ja. Ja, ich glaube, ich muss mir da auch nochmal die Kerze holen, weil er ist wirklich, wirklich, wirklich nice. Dann habe ich hier auch noch den Georgia Peach. Den hatte ich auch schon in der Lampe. Das Melt hier ist voll. Ich hatte den als Melz mal irgendwie in einem Tauschpaket. Und ich finde, das ist ein echt schöner Pfirsichduft. Er ist super künstlich. Er riecht eher nach einem Pfirsich-Eistee. Also sehr zuckrig, sehr süß, sehr fruchtig. Aber so im Sommer, wenn es richtig heiß ist, hat er was, finde ich. Oh, weil der hat irgendwie so eine crispy, fruchtige Note. Ich mag das super gerne. Der ist nice. Der Georgia Peach. Ich weiß auch gar nicht, ob es. Ich habe nur so alte hier irgendwie, ne? Ich habe gar nichts von den neuen da. Ich finde den auch sehr, 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 sehr schön. Dann ein absoluter Liebling, wo auf alle Fälle noch die Kerze einziehen wird. Der Drei Dochter Pineapple Cake Pop. Einer der schönsten Foodie-Sommer-Foodie-Düfte, die es überhaupt gibt. Und auch einer der schönsten Goose-Düfte. Man würde es jetzt, wenn man es so hört, überhaupt nicht denken. Pineapple Cake Pop, wie eklig ist das denn? Aber der ist einfach nur genial. Diese schlotzige, kuchige Vanillekuchennote, dieser leckere Teig und dazu diese spritzige, süßliche, ganz leicht säuerliche Ananas. Es ist einfach ein Match made in heaven. Ich kann es gar nicht anders sagen. Er ist wirklich schön. Er ist für den Sommer der Foodie-Duft. Also, da muss noch die Kerze her. Ihr seht, ich habe einen Brocken. Ich habe noch einen Brocken. Ich traue mich nicht, ihn aufzudüfteln. Wann ist er weg, ne? Ja, das ist schwierig, ne? Sowas ist immer äußerst heikel. Äußerst heikel, sage ich euch. Dann habe ich hier auch nochmal die Melton Island Bliss. Ich habe ja auch die Kerze. Ich mache irgendwie immer die Kerze an, anstatt die Melts zu düfteln. Ich sollte vielleicht mal die Melts aufdüfteln, damit sie weg sind und mir keinen Platz wegnehmen, weil ich habe ja die Kerze. Ne? Ich finde es immer so affig, irgendwie die Melts, weil ich eine Kerze habe. Oh, ist einfach traumschön, ne? Es ist ein süßer, aquatischer Duft, der so dieses tropische, warme Wasser, Sonne, Strand, Cocktail-Feeling hat. Er ist einfach nur wundervoll, ne? Und ich liebe den Island Bliss, toller Performer. Ganz, ganz großes Sommerkino von Goose Creek.
Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier den Bright Bubble Bath. Und ich muss sagen, ich hatte den mal in irgendeinem Tauschpaket. Ich habe den noch nie gedüftet. I don't know. Ein Brocken fehlt. Er hat schon irgendwie was von Baden, ja, was Aquatisches, aber auch was Fruchtiges, Süßes. Aber für mich schwingt da auch irgendwie so eine Maggi-Note mit. Ich weiß gar nicht, woher die kommt und wie da diese komische Gewürznote reinkommt, aber der hat für mich so einen Maggi-Moment und deswegen scheue ich mich irgendwie, ihn auszuprobieren, weil ich bin ja auch so ein bisschen Maggi-Nase, ne? Und irgendwie kommt es beim Bright Bubble Bath bei mir rüber. Kennt ihr den? Was sagt ihr? Bilde ich mir das nur ein wahrscheinlich, weil ich meine, der Name lässt jetzt in keinster Weise Maggi vermuten, aber irgendwie rieche ich da Maggi. Ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Ne? Ach Gott, ja, auch ein richtiges Schätzchen. Diesen Sommer entdeckt, er ist, glaube ich, letzten Sommer rausgekommen. Der Beach Wipes. Da kämpfe ich ja auch noch mit mir, ob da mal ein Glas her muss, weil Leute, der ist auch so schön. Der hat was unheimlich Frisches, wie so die Meerluft am Morgen an so einem noch menschenleeren Strand. Frisch mit floralen Noten, aber auch was Fruchtiges, vielleicht so ein bisschen Pfirsich oder so. Ganz leicht grünlich, als würde man so diese Mischung vom Meerwasser wahrnehmen. Mit einem ganz leicht herben Moment, aber in der Lampe kommt der so wundervoll erfrischend und runterkühlend und sommerlich raus. Ich liebe den Beach Wipes. Wirklich, wirklich toll. Und ja, ich kämpfe noch mit mir, ne? Ich kämpfe, ob ich da... Ist irgendwie bei jedem Milz so, ne, dass ich kämpfe. Ja, weil die auch alle wunderschön sind. Deswegen wohnen ja auch die Milz hier bei mir, ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ich sag's euch. Dann der Sunday Drive. Den habe ich ja diesen Frühling, Sommer mal getestet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meins ist er nicht. Ich finde ihn sehr präsent, sehr stark, aufdringlich. Diese florale Note ist schon sehr dumpf und drückend und da irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich das nächste Mal nur einen Würfel benutzen. Ich hatte zwei Würfel in meiner Lampe. Vielleicht war das auch too much. Weil ich finde den schon... Boah, der war schon echt... Der war schon ein bisschen aufdringlich, ne? In der Lampe. Weiß nicht. Der war mir ein bisschen heavy. Ich weiß, ganz viele von euch mögen den super gerne. Ich fand ein bisschen viel. Oh, einer, den ich auch absolut liebe. Ein Sommerduft, der Papa... Entschuldigt bitte, ich habe Eis gegessen. Der Papaya Paradise. Ja, der ist aus dem letzten Jahr. Es gibt ja jetzt auch den Papaya Punch, Paradise Punch. Nee, wie heißt denn der? Dragon Fruit Punch. Ach nee, der ist wieder andere. Der hier, zu dem gibt es doch auch irgendein Äquivalent dieses Jahr. Oh Gott, der riecht so gut. Probiert den mal aus, wenn ihr den noch nicht kennt. Ein richtig toller, fruchtiger, leicht säuerlicher, spritziger Sommerduft. Er ist wunderschön. Bei dem überlege ich auch, ob ich den 3 noch da holen muss. Das ist ganz schlimm, Leute. Aber deswegen haben die Melz hier auch so lange überlebt, weil ich nicht traue, mich den aufzudüften, weil er denn weg ist. Und weil ich, solange ich die Melz habe, die Kerze noch nicht unbedingt brauche. Könnt ihr diesen Gedankengang nachvollziehen? Maybe. Der ist auch so richtig, richtig Sommer, ne? Papaya Paradise, der ist einfach nur wunderschön. Dann jetzt hier kommt der Dragon Fruit Splash und jetzt gibt es irgendwie den Dragon Fruit Punch. Ich zeige ihn euch nochmal. Und vielleicht ist das Label nicht so schön, aber der Duft, Leute, der Duft ist der Knaller. Oh, der ist so wässrig und fruchtig und zuckrig und pink. Aber halt mit diesem wässrigen, erfrischenden Moment und ganz leicht cremig. Und ja, da dürfte auch die Kerze von einziehen. Oh, Surprise!
Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber das waren so die Favorites aus dem letzten Sommer von mir. Deswegen haben die auch überlebt. Weil ich ein bisschen traurig. Denn die alle, die ich nicht so gut fand, ich hatte eigentlich, ich glaube, ich hatte alle von den Sommerdüften letztes Jahr. Die habe ich alle aufgedüftet, weil da tut es nicht weh. Aber bei denen hier, bei den beiden, da tut es weh. Und da überlege ich. Ihr wisst Bescheid. Ne? Also, es geht aber nicht. Ne? Man kann ja auch nicht von einem sich eine Kerze kaufen. Ne? Es kommen auch immer wieder neue Düfte raus. Welche ich nicht auch richtig gut fand, war der Watermelon Bubblegum. Erinnert euch vielleicht doch auch vom letzten Jahr. Und der ist, oh, der ist richtig so Wassermelone Bubblegum. So ein richtig quietschesüßer Bubblegum-Duft. Aber halt wirklich wie so ein Wassermelonen-Kaugummi. Und ich finde halt auch so einen leichten Gurkenwasser im Moment, was Frisches. Oh, den lasse ich gleich mal draußen. Den kann ich die Tage mal in die Lampe schmeißen. Weil der ist echt nice. Und ich meine, ich habe noch zwei Brocken übrig, dann ist er weg. Könnte ich auch die Kerze von haben, ne? Sagen wir es mal, wie es ist. Aber man kann nicht alles haben. Welchen ich nicht auch richtig schön finde, ist der Bedtime Stories. Allerdings bin ich ganz ehrlich, musste ich mich an den gewöhnen. So die ersten drei Brocken, die ich immer mal so in der Lampe hatte, fand ich den echt nicht schön, sondern so kokelig. Aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Und ja, es ist halt so ein kuscheliger Marshmallow-Duft mit Sandelholz und noch so einer holzigen Note, ganz leicht rauchig, aber so angenehm rauchig. Ist halt so ein richtig schöner, kuscheliger Duft für den Herbst, wenn es draußen nass, kalt und windig ist. Dann Bedtime Stories in die Lampe werfen und aufs Sofa kuscheln. Ja, könnt ihr auch die Kerze einziehen, machen wir uns nichts vor. Sehr, sehr schön. Dann auch ein sehr, sehr schöner Duft, da hatte ich den einen Dochter, der super intensiv war und super lange gehalten hat. Der Love to Cuddle. Wunderniedlich mit den kleinen Kätzchen hier auf dem Label. Richtig, richtig süß. Und der Duft ist, oh ja, ein richtig schöner, kuscheliger Kaschmirduft. Für meine Nase eher in die maskuline Richtung, aber nicht sehr. Das ist eher, wenn ich entscheiden müsste, feminin, maskulin, eher in die maskuline Richtung. Sehr parfümig, sehr kuschelig, vanillig, holzig. Halt so ein richtig schöner, eher so ein herber Kaschmirduft. Mag ich aber auch super, super gerne. Und der eine doch, da war an der Performance. Wahnsinn. Dann habe ich hier noch ein paar Reste von Noah's Ark. Der ist ja aus dem Sortiment gegangen, aber es ist ja jetzt, es gibt ja jetzt das Dupe Moonlit and Amber oder irgendwie so. Ne, diese Kerze mit dem Mond. Oh mein Gott, ich liebe diesen Duft, ne? Es ist einfach der schönste Veilchen-Parfümduft, den es gibt. Er ist traumhaft schön. Ich habe ja auch gerade erst die Kerze aufgebraucht. Habe auch schon von dem neuen Duft ein paar Brocken hier und ich habe mir von dem Hauswurm auch noch ein paar Mels abgegossen. Ja, und wenn das alle ist, wird auch der mit dem neuen Label in einzelnen Mal, das ist der gleiche Duft. Schön, ne? Ich liebe den Noah's Ark oder den Moonlit in Amber oder wie der da heißt. Den Moonlit in Cashmere oder so. Wunder, wunderschön. So, dann haben wir hier den Cozy Home. Das ist so ein richtiger spätherbstlicher, fast schon winterlicher Kuschelduft. Ihr dürft euch jetzt hier nicht wundern. Guckt mal. Ich habe da so ein paar Brocken reingedrückt, weil ich hatte den schon einmal aufgebraucht und dann hatte ich den irgendwie nochmal, glaube ich, ein Tauschpaket oder irgendwie was übrig und dann habe ich die restlichen hier reingetan, dass ich nicht so viel rumfliegen habe. Und das ist richtig so ein dumpfer, dunkler, staubiger, trockener, holziger Kuschelduft. Ich finde den mega besonders, mega spannend. Mal nicht so ein typischer Kaschmirduft, sondern so ein anderer holziger, dunkler Kuschelduft. Cozy Home mag ich super, super gerne. Wie gesagt, ist hier mein zweites Clamshell. Und wird wahrscheinlich auch diesen Herbst wieder in meine Lampe wandern. Dann habe ich hier auch einen absoluten Klassiker, habe ich auch die Kerze von Perfect Day. Ihr wisst ja, ne? Das ist so diese ganze Richtung Autumn Romance, Graduation, Relax, Perfect Day. Ja, das ist alles diese kuschelige, holzige, vanillige,
Richtung mit so ein bisschen Leder, Velour, Vintage-Leder, Moschus, alles, was so in diese Richtung geht. Oh, nice. Ich mag den. Perfect Day ist ein richtig, richtig schöner Duft. So ein All-Time-Favorite, der irgendwie immer geht. Und dann habe ich zweimal hier. Ich habe hier nur noch einmal hier. Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich habe schon einmal aufgedüftet. Und dann habe ich noch den Apple Cheesecake Cupcake. Ihr wisst es ja schon, ich liebe diesen Duft. Einer der, also hier mit dem Pineapple Cupcake, nee, Pineapple Cake Pop. Schönsten Foodie-Düfte. Ich habe auch die Kerze hier im Schrank. Auch die Kerze und Mels Trauch. Die ganzen kleinen Brocken hier rausgefallen. Vor lauter Aufregung lässt dir alles fallen. Was soll ich sagen, Leute? Oh, einfach so ein traumschöner Apfel, grüner Apfel. Käsekuchen duft, ihr riecht auch diesen säuerlichen Käsekuchen, ihr habt dieses Foodige, dieses Cremige, dieses Schlotzige, dann dieser spritzige grüne Apfel. I love it, ne? Es ist einfach, oh Gott. Oh mein Gott, ich liebe diesen Duft. Einige haben mir geschrieben, sie haben ihn sich auch geholt und sie lieben ihn auch. Zu Recht, ne? Den muss man auch einfach lieben. Für den geht jetzt die Saison im Herbst für mich wieder so richtig los. Da wird er auch öfter wieder unter den Warmer oder in die Lampe hüpfen, weil... Oh, ja. Und ich sehe gerade, ich habe nur noch ein Klemmchen. Was ist passiert? What's happening? Nicht gut, ne? Nicht gut. Wäre ich gleich ganz aufgeregt. Dann habe ich hier noch den Lavender Vanilla. Ja, das ist halt so ein Klassiker, ne? So ein richtiger Klassiker. Ich mag den echt gerne. Lavendel, Vanille, super schön ausgewogen, 50-50. Viel schöner als der von Scentsy aus der Muttertags-Collection. Den braucht kein Mensch. Der hier ist schöner. Der riecht so wie der von Yankee. Der von Kringle ist noch ein Tacken schöner, aber der hier ist auch traumhaft schön. Kann man machen. Oh Gott, meine beiden Goose Creek-Türme hier werden immer größer, ne? Wollen wir das nicht umkippen. Dann noch einer, auch aus dem letzten Jahr, aus dem Sommer, der Scent Castle. Ist halt so ein richtig typischer Sonnencreme-Duft. Oh ja, der riecht nach Sonnencreme, der riecht nach Ananas, der riecht nach Kokosnuss, der riecht nach Parfüm, nach Bodylotion, nach Sommer, nach Strand. Oh, der ist auch so nice. Ich liebe diesen Duft. Also wenn ihr so... Oh mein Gott, ist der schön. Der hat auch noch so was Frisches, sommerlich, sonniges, draußen seiges. Also wenn ihr so eine Sun and Sand Düfte mag, guckt euch den Sand Castles an von Goose Creek aus dem letzten Jahr. Traumschöner Duft. Kommt hier mit den ganzen alten Kamellen. Ich hatte irgendwie nur alte Düfte, ne? I'm so sorry, dass ich euch jetzt nichts Neues zeigen konnte. Ja, was soll ich machen, ne? Lebt ein bisschen in der Vergangenheit, die Gute. Oh, mein Trinken ist alle. Das ist dramatisch. Muss ich mir gleich erstmal was holen. Und dann, oh, auch noch ein absolutes Schätzchen. Der ist, glaube ich, von vor 2 Jahren. Und zwar der Half Moon Bay. Auch so ein... Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber Leute, der ist der Shit. Wenn ihr den noch nicht kennt, wenn ihr neu seid und noch nicht Half Moon Bay kennt, guckt ihn euch an, Leute. Der war zu Recht vor 2 Jahren der Renner schlechthin bei Goose. Der ist auch fruchtig, der ist spritzig, säuerlich, fruchtig. Mit so einem warmen, weich, cremigen Kokosnussgeschlotze, was es so zusammenhält. Einfach diese Spritzigkeit, diese Fruchtigkeit und dann diese sämige, cremige Ananas. Der schreit euch auch Sommer ins Gesicht. Half Moon Bay. Traumschön. Überlege ich auch, ob ich doch noch die Kerze brauche. Es gibt sie noch. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ich sag's euch, Leute, es ist schlimm, ne? Goose macht wunderschöne Düfte, also wie gesagt, und die Melts, also habe ich eigentlich so gut wie nie, dass sie nicht performen, ne? Genauso wie die 3 Dochter, die sind auch. Ihr wisst, Bescheid. Ne, ich habe ja hier noch, ne? Ich habe kein Problem, noch ein bisschen bei Goose zu shoppen. Ne, ihr seht ja schon, das sind, ne, ich habe ja noch ein paar Wünsche offen. Und dann habe ich hier noch ein letztes Daylight. Ich hatte ein paar mehr, aber die habe ich alle schon aufgedüftelt. Und zwar den Black Amber and Plum. Auch mal wieder ein Pflaumenduft. Und den mag ich, weil es ein sehr... Na, kriege ich dich jetzt hier raus? Ein bisschen ruckelnder. Weil es ein sehr
dunkler, schwerer und parfümiger Pflaumenduft ist, aber auch sehr fruchtig und durch diese Ambernote bekommt er noch so ein bisschen was Spritziges, aber halt auch sehr parfümig, sehr dunkel, sehr mystisch, sehr schwer. Ist so ein richtiger, kuscheliger Herbstpflaumenduft, aber ohne Gewürze. Ja, I like, der wird diesen Herbst wahrscheinlich dann auch mal dran glauben. Los, kriege ich den hier wieder rein? So. Mal ein bisschen hier gucken mit den Daylights. Genau, das ist mein letztes Daylight noch von Goose. Die anderen habe ich jetzt schon alle aufgebraucht. Ja, das war mein letzter Goose Creek Duft. Könnt ihr es glauben? Das war alles. Mehr habe ich nicht. Was soll ich sagen, ne? Ich brauche die immer gut auf. Dieses Jahr habe ich viel zum Testen bekommen von Butchen. Aber es gab auch gar nicht so viele Melts. Irgendwie so von dieser ganzen Früchte-Collection gab es keine Melts. Und von den neuen Kerzen, da gibt es auch keine. Da bin ich ein bisschen traurig. Weil ich mag das halt immer super so zum Anschnüffeln, ob ich halt die Kerze brauche oder nicht. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und man kann sich ja auch nicht immer gleich die ganze Kerze holen. Naja. Vielleicht noch ein, zwei Kerzen. Mal gucken. Oder hier von meinen Chats, ne? Ihr seht ja schon, hier habe ich auch noch genug Wünsche offen, wo noch Kerzen bei mir einziehen können. Wenn ich dann irgendwann mal, ja, keine Ahnung, mehr Platz habe, mehr Geld habe, mehr Muße habe, wie auch immer. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nö. Und ich habe ja halt auch von meinen Favorite-Düften natürlich auch sehr viele in Kerzen vor mir einfach stehen, ne? Wie den Pure White Sand zum Beispiel, den Apple, den Vintage Rose, oh mein Gott, der ist ja auch so traumhaft schön, ne? Der Hello Frosty oder wie der heißt, der da oben, ach, der ist ja auch so, der Breezy Tulips, traumschöner Duft, also, ne, meine Lieblinge stehen hier schon in meinem Kerzenregal, obwohl hier auch sehr, sehr viele Lieblinge noch sind, weil die anderen sind schon alle aufgebraucht. Ja, muss ich schon sagen, wenn ich hier oben so raufgucke, denke ich, von dem, könnte das Glas einziehen, oh, ist der Bullfight. Es ist schlimm, Leute, es ist, ich kann es gar nicht anders sagen, es ist schlimm. Okay, Lieben, das war meine Goose Creek Sammlung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen etwas, ein bisschen schief hier heute unterwegs, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen was Spannendes dabei, was ich euch vielleicht inspiriert hat. Vielleicht habt ihr ein paar neue Düfte kennengelernt, was von den älteren Schätzen. Könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr damit gerechnet habt, was ich so habe. Ob irgendwas fehlt, wo ihr dachtet, oh mein Gott, Jessie, den hast du nicht. Was ist denn da los? Oder wo ich ganz sicher war, dass ich ihn habe. Und ich habe ihn tatsächlich. So, ihr Lieben. Dann beende ich hier das Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stressen, lasst es entspannt angehen und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.